Guten Abend, liebe Freunde der Schrift. Im Evangelium nach Johannes steht geschrieben: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen ist. Drei aussagekräftige Sätze von Jesus, die es in sich haben. Er gibt uns einen Auftrag. Bleibt in meiner Liebe und haltet meine Gebote. Die 10 Gebote wurden Mose von Gott übergeben. Sie wurden von Gott selbst auf Steintafeln geschrieben. War Mose bewusst, was er entgegennahm, als er die Steintafeln betrachtete? Manchmal fühlt man sich doch wie ein verfolgtes Kaninchen bei der Jagd. Wie soll man in Stresssituationen Gottes Gebote halten? Irgendwo an der Ecke steht ein Drogendealer und verkauft seine Ware. Bist du in einer schwierigen Situation, kann es sein, dass du gerade in diesem Moment zugreifst. Alkohol steht in jedem Regal beim Supermarkt. Selbst vor der Kasse finden sich kleine Schnapsflaschen. Und bei den Süßigkeiten fällt es ebenso schwer, Nein zu sagen. Ein Mensch ist bis zu einem gewissen Grad belastbar. Weshalb stellt uns Gott vor so viele Versuchungen? Wir haben doch nur dieses eine Leben. Ein Fehltritt und schon haben wir gegen seine Gebote verstoßen. Es ist nicht so wie bei einem Game, wo du einfach nur draufdrücken brauchst und der Ball fällt ins nächste Level und du drückst so lange, bis du gewonnen hast. Es ist eine Gewissensfrage. Bin ich so weit, dass ich für die Liebe zu Jesus alles tun würde? Alles für ihn? Mein Gewissen durchforste? Was habe ich getan, was nicht? Bin ich so mutig und vertraue mich einem Priester an? Wird er mich lossprechen? Mir geht es oftmals auch so, dass ich mir zugestehen muss, dass ich aus einer Notsituation falsch gehandelt habe. Mir fällt es schwer, die Beichttür zu öffnen und mich einem Priester anzuvertrauen, und es kostet immer wieder Überwindung, hinzugehen und reinen Tisch zu machen. Reinen Tisch mit Jesus. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass er mir zuschaut, wenn ich mit dem Priester rede. Wenn ich den Beichtstuhl wieder verlasse und noch eine Weile in der Kirche bei der Anbetung dabei bin, habe ich ein gutes Gefühl. Es gibt jemanden, der mir verzeiht. Eine Last fällt von mir. Niemand sonst kann diese Schritte gehen, die ich gegangen bin. Und niemand sonst urteilt über mich als nur Christus allein. Er ist mein Richter und nicht die Menschen. Voraussetzung ist natürlich die Reue, dass ich bereue, was ich getan habe. Ein Priester wird niemals jemanden lossprechen, der nicht bereut und mit voller Absicht etwas tut, was ihm nicht erlaubt ist. Wir sind Menschen, die Liebe Gottes brauchen. Jesus sagt: Bleibt in meiner Liebe. Das bedeutet, dass wir auch auf seine Worte der Bibel achten, seine Sakramente annehmen und uns taufen lassen, bei der Eucharistie bleiben und auch seine Worte tatsächlich anerkennen. Wenn ich Jesus liebe, dann liebe ich doch auch alles, was er uns aufgetragen hat. Das bedeutet auch, dass ich mit Jesus anecken kann, dass mich Menschen ausgrenzen werden und ich für ihn kämpfen muss. Auch das bedeutet Liebe. Mir ist zu dieser Bibelstelle noch Matthäus 24,9 eingefallen. Dort steht geschrieben:
dann wird man euch der Not ausliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Völkern um meines Namens willen gehasst. Und viele werden zu Fall kommen und einander ausliefern und einander hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten, und sie werden viele irre führen. Und weil die Gesetzeslosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, zum Zeugnis für alle Völker. Dann erst kommt das Ende. Ja, wir sehen das ja auch in der heutigen Zeit, dass viele Christen verfolgt werden in vielen Ländern. Es sind teilweise beängstigende Worte, die Jesus uns zur Endzeit prophezeit. Die Liebe wird erkalten, und es hat auch sicher etwas mit dem Mahlzeichen zu tun. Wir sollen also in seiner Liebe bleiben, uns nicht mit dem Weltlichen hingeben, uns nicht irreführen lassen von falschen Propheten, nicht dieses Mahlzeichen annehmen, denn sonst entfernen wir uns von der Liebe Gottes und wir werden zu Sklaven, Sklaven. Wir sehen hier also, wie extrem wichtig es sein wird, in der Liebe Gottes zu bleiben. Bleiben wir also in seiner Liebe und in seiner Freude und lassen uns nicht beirren. Fürbitten. Zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns seine Freude schenkt, beten wir voll Vertrauen. Erleuchte die Bischöfe bei ihren Beratungen, dass sie sich bei ihren Entscheidungen vom Willen Gottes leiten lassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass alle Menschen, die dich suchen, in dem einen Volk Gottes zusammenkommen. Schenke deine Gnade den Sündern und führe sie aus dem Elend ins wahre Glück. Lass uns alle im Guten ausharren bis ans Ende. Denn wer in dir bleibt, dessen Freude wird vollkommen werden. Dir sei Dank und Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und für morgen einen guten Start in den neuen Tag. Bis bald.